Nachmittags noch in der Kneipe im Wedding. Am Abend großer Auftritt im Haus der Kulturen der Welt bei den madagassischen Kulturtagen. Die Malagasy All-Stars sind die besten traditionellen Musiker Madagaskars. Ihr Chef, der Kultstar Dama Mahaleo, ist sogar Abgeordneter der Nationalversammlung. In Berlin sind sie ausnahmsweise gemeinsam auf der Bühne. In ihrer Heimat ist jeder Chef seiner eigenen Band. Bakut Fra und Justin, beide um die 70 und in ihrer Heimat gefeierte Stars, sind nun zum ersten Mal in Berlin. Insgesamt 50 Musiker und Künstler sind zu den madagassischen Kulturtagen nach Berlin eingeladen. Alle waren sie in Deutschland nur Insidern bekannt. Madagaskar ist ein wahrer Schmelztiegel der Kulturen. Nach den ersten Siedlern aus Südostasien vor 1500 Jahren kamen arabische und afrikanische Einwanderer, dann die Europäer. Alle brachten sie ihre Instrumente mit. Und so sind auch französische Militärtrommeln und das Akkordeon zu einem festen Bestandteil der madagassischen Musik geworden. Die beiden Auftritte der Malagasy All-Stars im Haus der Kulturen waren ein voller Erfolg. Aber auf die Bühne am Ende des Konzerts trauten sich dann doch nur die Exil-Madagassen unter den Zuschauern. Für sie war mit der Musik endlich ein Stück Heimat nach Berlin gekommen.